Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines, zu meinem Free-to-Play-Account, mit dem ich neu begonnen habe. Ich habe jetzt schon die ersten 4 Folgen, glaube ich, waren es, aufgenommen und auch schon hochgeladen. Die kommen nächste Woche. Bei mir ist jetzt Freitag. Bin da ein bisschen im Vorproduktionsrhythmus, aber es ist auch so, ich bringe jetzt schon 3 Videos am Tag und noch ein 4. Video am Tag. Das würdet ihr wahrscheinlich nicht gucken und das ist auch für mich viel zu viel Produktionsaufwand. Also ich mache es ja immer noch als Hobby, YouTube, und vollkommen als Hobby, verdiene nichts daran, keinen Cent, und da würde mich das jetzt noch überfordern, hier ein 4. Video auch noch rauszuhauen am Tag. Deswegen bisschen in der Vorproduktion, aber ich wollte auf jeden Fall jetzt ein Video aufnehmen, denn es ist das nächste Mega-Event, Mega-Event Part 2. Nachdem wir uns beim letzten Mal schon den ersten Part angeschaut haben, kommt diesmal Shuttlen, und ich bin da sehr gespannt, wie Shuttlen denn sich für einen Level 10er Free-to-Play-Spieler anfühlt, der auch seine Charaktere jetzt noch nicht wirklich gelevelt hat. Ich habe auch bisher nicht mehr reingeschaut in das Spiel. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, gerne in die Kommentare, wie ihr das weiter sehen wollt, diese Reihe. Schreibt es mal das bitte rein, denn das würde mich stark interessieren. Wie soll ich mit dem Free-to-Play-Account weitermachen? Interessiert es euch überhaupt? Gefällt euch der Content? Mögt ihr mehr sehen rund um Free-to-Play mit Tipps und Tricks, die sich dann dadurch ergeben? Zum Beispiel, welche Kadetten man verwendet, etc. Einsteigertipps und so weiter. Das gerne in die Kommentare. Und wollt ihr sehen, wie ich jetzt eine Mission nach der anderen spiele? Oder wollt ihr eine Zusammenfassung sehen, wenn ich jetzt offscreen ein bisschen spiele, um auf Level 15 zum Beispiel zu kommen? Reicht euch das auch, dass ich das auf 15 spiele offscreen und euch dann einfach mal mitnehme und euch den Spielfortschritt zeigt? So ist das Spiel mit 15, so ist das Level-Spiel mit 20 etc. Also das gerne in die Kommentare, und dann muss ich es auch natürlich auch aus- und abgleichen mit dem Aufwand. Nach wie vor die Info, es ist für mich ein Hobby und ich investiere schon sehr viel Zeit im Moment rein. Das wird dann natürlich nochmal ein erhöhter Aufwand, wenn ich jetzt noch Content produziere, den ich nicht aufnehme. Also gerne rein mit euren Infos und ich gleich dann ab mit meinen Möglichkeiten. Cool, dann schauen wir mal rein. Ich scanne hier erstmal alles cool für die Dailies. Da hole ich mir was ab. Wir sind immer noch in der Flotte, das ist sehr schön. Wir sind hier noch nicht rausgeschmissen worden. Sehr cool, danke an die Nebulas. Dann werde ich auch ein bisschen was spenden. Ach, guck an, das eine ist ja hier so gut wie fertig. Dann hauen wir doch mal raus, was wir rauszuhauen haben. Ops, 5, 4, 4, 4. Gibt es irgendwas, was da Sinn macht? Irgendwas, was auf Level 3 ist? Nee. Dann hau ich es hier rein. Die 11 machen auch das Kraut nicht wirklich fett. Aber hey, mal gucken, vielleicht gehen sich ja da die Chronitonen aus mit vereinten Power. Nachrichten hole ich mir ab, weil ich ja die Schiffskämpfe gemacht habe. Das ist immer cool. Für die Eventgeschichte haben wir auch was bekommen. Transmissionen. Transmissionen können wir gleich super brauchen für die Shuttle-Events. Ich hole mir ab, was beim letzten Event rumgekommen ist. Ich habe es, wie gesagt, nicht mehr offscreen gespielt. Deswegen 44.680. Geil. Ein Dreierportal. Das ist doch mal nice. 50 Verdienste und Trainingskarten. Das ist alles sehr gut brauchbar. Jetzt muss ich natürlich wieder umdenken. Habe gerade meinen normalen Account gespielt. Und jetzt muss ich umdenken. Und egal, was da jetzt aus dem Package rauskommt, werde ich feiern. Ja, Schiffsplan, Hammer, freue ich mich. Gerne mehr davon. So, wir machen ein 10er-Pack auf, denn das ist ja auch eine Tagesanforderung.
einmal drehen, natürlich. Ein Zwei-Sterne-Outfit, hammergeil. Und das Schiff habe ich leider nicht bauen können. Das wäre halt echt geil gewesen. Ich glaube, das gönne ich mir nicht. Da könnte ich, keine 11 Euro, um das zu bekommen. Lieber nicht. Dankeschön. Außerdem wollen wir ja nach wie vor Free-to-Play bleiben. Wir haben Scans abgeschlossen. Da gibt es eine Pulaski gratis abzuholen. Ja, nice. Ist das witzig, wie man sich über alles freut, was es da gerade so gibt. Folgendes auch noch. Ich habe beim letzten Mal die Kadetten angesprochen und da war es Samstag. Und ich habe dann einfach mal testweise probiert, wie es ist, so eine Kadettenmission zu machen und nicht zu schaffen. Und man bekommt auch dafür einen Bonus. Das heißt, auch ganz wichtig, wenn ihr am Beginn seid und ihr habt so diese Info mit, wo haben wir es denn, schließe Kadettenherausforderungen ab. Abschließen bedeutet in dem Fall nicht schaffen. Das ist ein bisschen tricky formuliert, aber das bedeutet einfach nur dran teilnehmen. Auch wenn man katastrophal versagt und das wird am Wochenende gerade für neue Spieler auf jeden Fall der Fall sein, dann trotzdem machen. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Mut in Aktion. Es ist gerade Freitag und Freitag, also Montag, Mittwoch und Freitag sind die Chronitonentage und das will man auf jeden Fall. Gratis Chronitonen mitnehmen ist das, was wir auf jeden Fall wollen. Am Ende endet es mit Medizin oder mit Command. Command weiß ich noch, das war ziemlich kacke. Da haben wir keine guten und Medizin könnte auch schwer werden, weil da haben wir nur die Crusher. Weil wir unseren 5-Sterne-Dock ja nicht verwenden können. Die Crusher, ja, vielleicht schafft sie es sogar. Inspirierend und Querdenker. Oder Picard. Picard wäre noch besser, weil der ist auch inspirierend. Und den kann ich auch für was anderes verwenden. Denke ich mir bei mir und überlege dann, das könnte ich aber auch mit der Crusher machen. Also bin noch ein bisschen zwiegespalten, wie ich es genau mache. Wen haben wir denn für Phaser? 55 müssen wir da schaffen. Da haben wir den Nock. Der wird das nicht unbedingt schaffen. Dann brauche ich noch gar nicht mitnehmen. Dann nehme ich die Crusher hierfür mit. Und den Data. Und bei den Phasern hauen wir zweimal ins Leere. Gut, ich verwende... Egal wen, nur nicht die Crusher, weil die Crusher brauche ich für den zweiten Punkt. Zack, schöner Fehlschlag. Dann kommt die Beverly. Hier mit Arzt. Zack, sehr schön. Stern leider nicht bekommen. Jetzt ein Fehlschlag. Alles nur nicht Data, weil Data brauche ich für die vierte Geschichte da. Der wird das schön schaffen. Leider kein Stern. Und jetzt wird es spannend. Ob wir das Ende irgendwie schaffen. Die Crusher würde das nicht schaffen, aber der BK mit Bonus schafft das offensichtlich. Geiler Shit, ja nice. Sterne haben uns leider nicht abgeholt, aber hey, gab ein schönes Level Up für die Dr. Crusher. Und hier 15 Chronitonen. Das ist Hammer für den Anfang. Ja, ja, passt schon, Riker. Jetzt kann ich das zweite machen. Und... Das Wichtige ist, ich kann mir 25 Chronitonen abholen. Und wenn ich das Ganze jetzt noch 5-mal mache, oder noch 4-mal mache in dem Fall, dann kann ich mir ja weitere abholen. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Auch wenn das, wie gesagt, ein katastrophaler Fehlschlag ist. Gerne, gerne machen. So, wen haben wir denn da? Astrophysiker. Ist unser Saru vielleicht Astrophysiker? Nope. Okay, auch hier haben wir leider wieder sehr viel Phaser. Phaser haben wir nicht wirklich gute. Es fängt an mit Data, dann wird's... Okay, es schafft nicht, der Data schafft das Ende nicht mal. Interessant. Weil, ihr seht's hier jetzt schon, wir haben eine Data ausgerüstet und das Ende müsste eigentlich gelb sein. Ist es aber nicht. Einzige, was gelb ist, sind diese hier zwischendrin. Also die könnte unser Saru schaffen.
aber auch nur, wenn es sonst keine Fehlschläge gibt. Und es wird Fehlschläge geben. Nummer 1 Data, Nummer 2 Nock. Der Saru wird es dritte schaffen, sagte er und schlug auch fehl. Dann haben wir nochmal Nock, der voll in die Tonne greift, und da sehen wir schon eine Anforderung von 106. Das ist auch für unseren Saru viel zu viel. Aber scheiß drauf. Völlig egal. Das zählt alles hier rein in unsere. Wo haben wir's? Chronitonen, Kadettenherausforderungen. So. Und jetzt, wo ich weiß, dass die Nummer 2 fehlschlägt, bleibe ich doch beim 1er. Und spiel das 1er einfach noch ein paar Mal. Ende macht der Picard. Die Crusher zwischendrin und den Nock braucht eigentlich keiner. Wir machen sie vorne. Irgendjemand außer Crusher darf ran. Dann die Crusher. Dann irgendjemand außer Data. Dann der Data. Und das Finale durch den guten Jean-Luc. Nice, sehr schön. Belohnungen mit diesen Gewürzgläsern, das ist auch immer ganz nice. Hier ist ein bisschen schade, dass man nicht gleich in dem Menü drinnen bleibt, wenn man das gemacht hat, weil so muss man jedes Mal wieder reinklicken. Ist ein bisschen umständlich meiner Meinung nach, vor allem weil man dann ja auch immer wieder neu zuweisen muss, die Leute. So, da haben wir Jean-Luc. Und dann haben wir noch die Crusher. Für die Crusher ist natürlich auch geil. Die gewinnt noch an Level und das ist auch so eine Sache, die ich gerne noch mit euch machen möchte. Denn natürlich ist das Aufleveln von den Charakteren essentiell wichtig. Das schauen wir uns dann auch noch an. Aber erstmal Koditonen abholen. Jean-Luc, gönn dir. Nice, nice, nice. Ta-ta-ta. Stufenaufstieg. Ja, hier hätte ich gern so ein Rematch. Eine Rematch-Möglichkeit. Stufe erhöhen. Das haben wir gerade durch die Dr. Crusher gemacht. Genau. So. Jetzt hat die Crusher, die hat ja ohnehin schon 2 Sterne. Und jetzt könnten wir die wieder ein bisschen aufleveln. Schauen wir mal, was wir dafür machen müssen. Das hier Episode 2 auf Normal fliegen. Ich reiß da mal hin. Wir haben ja mittlerweile eine ganz gute Crew, die hier angreift. Also könnte es machbar sein. Wir haben ja die Ariam und die Ruffy uns beim letzten Mal abgeholt beim Bau-Event. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir es hinkriegen, unter 20 Sekunden hier zu bleiben. Ariam ballert mal raus, den Angriff. Und jetzt kommt auch noch die Ruffy. Da schlägt sehr viel gerade fehl, weil die eine hohe Ausweichchance haben, offensichtlich. Dann klappt das wohl noch nicht. Da brauche ich wohl noch bessere Leute. Sind weniger als 20 Sekunden erfolgreich. Ja, ja. Hey, es hat gereicht für Stufenaufstieg, also come on. Ist doch auch immerhin schon mal was. Probieren wir es nochmal. Fight. Außerdem brauchen wir auch für die Daily Rewards diese Arena-Kämpfe oder diese Weltraumkämpfe in dem Fall. Das bringt uns ja auch was in unseren Dailies und in der Kampagne. Und da einfach alles mitnehmen, was so geht, was so los ist. So, sehr schön. Das war eine bessere Zeit. Gucken wir mal, ob es gereicht hat. Nope.
Nö, hat's nicht, aber es hat gereicht für das Item und das ist doch auch schon mal was. Wir können den Monitor der Dr. Crusher geben, müssten hierfür wiederum einen Schiffskampf machen. Aber auch das ist wieder eine Kiste, die nicht farblich hervorgehoben ist. Sprich, es reicht, das zu machen, wie gerade eben. Und dann hat man die Wahrscheinlichkeit, dass man das Item bekommt. Man muss es nicht vollenden. Wir kämpfen gegen den Alexander auf dem Bird of Prey. Ausweichchance erhöht. Okay, das Gute ist, er tarnt sich nicht. Das heißt, ich kann nach wie vor voll reinrotzen da. Ja, hat eine lange Abklingzeit. Das heißt, vielleicht geht sie's aus. Rechtzeitig, dass wir fertig werden mit unter 30 Sekunden. 20 Sekunden? Nee. Aber es reicht fürs Item. Auch das ist doch schon mal ein neues. Chefärzte Crusher können wir aufleveln. Und jetzt hätte ich ja fast einen Fehler gemacht. Ich möchte sie ja leveln, während ich sie verwende. Und nicht meine teuren Trainingskarten verwenden. Guti, was haben wir sonst noch? Jean-Luc zum Beispiel. Was braucht der so für Items? Himmelstempel. Das ist alles noch gesperrt. Dann reise ich da mal hin. Und auch hier fight gegen die Galdor-Klasse. Ist ein 3-Sterne-Schiff. Das heißt, die wird schon tendenziell schwerer sein. Da müssen wir uns schon auf einen längeren Battle einstellen. Auch hier, glaube ich, reicht's, dass wir den beenden. Okay, gar nicht so schlecht. Läuft ganz okay. Haben nicht viel Ausweichchance. Das ist sehr positiv. Boosten ihre Ausweichchance nicht. Und das klappt trotzdem nicht ganz. Damn it, schade. Schade, na, hätte ja klappen können. Das Item war jetzt nicht dabei. Also einfach nochmal fliegen. Und das ist halt so ein Item, was sehr selten droppt. Da muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man das durchaus öfter fliegt. Gerade wenn man nicht warpen kann, kann das schon sehr ermüdend sein. Zu Beginn, wenn man einfach noch nicht die perfekte Crew hat. So, jetzt aber. Jetzt, das war doch mal ein schöner, schneller Kampf, oder? Das war doch unter 20 Sekunden, hätte ich gesagt. Ja, nice. Danke. Danke, 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 danke. Endlich. Finally. So. Warp. Ja, ja. Nicht geklappt. Jetzt aber. Zack. Den Roman holen wir uns ab. Was haben wir hier? Das können wir schon schaffen. Ja, sehr schön. Zwei Bücher dabei. Zwei Bücherchen dabei, das können wir auch schaffen, aber ich werde versuchen, ob ich dieses Einser hier auch schaffe, weil dann können wir das auch in Zukunft warpen. Auch so eine Mission, die man sehr gut brauchen kann beim Warpen. Barclay hat schon volles Level. Sie wird auch ausreichen. Die Physik, dann werde ich die Physik verwenden, um weiter zu leveln. Wen haben wir da zum Leveln? Den O'Brien vielleicht. Und am Anfang. Ja, ich mach's mit der Arium, glaube ich. Ich glaube, in dem Fall mache ich die Arium, weil die mir das erste und das dritte schaffen wird. Und dann schauen wir mal rein. Erste macht die Arium, gibt halt keine Punkte dafür. Aber YOLO, das zweite macht Physic, das dritte wieder Arium. Und last but not least haben wir dann noch einmal am Ende den O'Brien. Und es gibt wieder
schön fette, geile Erfahrungspunkte für alle. Wir müssen es nochmal wiederholen, denn wir wollen ja alle Geschichten hier abholen, alle Sterne. Erfolg, identifiziere die Orkmas, das ist diese erste, okay, dann müssen wir, das müssen wir schaffen. Für Commander-Leute, dann, wen können wir dann nehmen, Commander-mäßig, wir brauchen noch ein Level-Up. Der Wurf, der Check, der Color, wir können es noch alle hinkriegen. Ja, dann fällt schon stark ab. Vielleicht den Color, weil der Color ist ja ein Alien, den kann ich am Wochenende brauchen. Jack ist halt Mann und Mensch. Und Mann und Mensch haben wir ja schon gelernt, die sind nicht ganz so viel wert im Spiel. Crusher, gerne. Dann levelt die weiter auf. Und dann machen wir noch Fezzek vielleicht. Oder LaForge. LaForge muss das erste machen, weil dann ist der Dingens hier ausgeruht und dann macht der LaForge weiter. Ja, probieren wir das aus. Probieren wir das aus und wir leveln unseren Jordi ja natürlich auch gleich. Das hat geklappt. Hervorragend. Jetzt können wir mit dem ausgeruhten Color voll auf den Bonus gehen, holen uns den Kaffee ab. Da wird sich die Janeway natürlich freuen. Ja, wenn du frischen Kaffee heimkommen. Und das Ende. Sidire Lursa macht nochmal unsere Beverly Crusher und hat eine Uniform rausbekommen durch Sedieren. So läuft das also ab. Und hier können wir dann zum Beispiel durchwarpen. Das Item sollte uns gehören. Enterprise DPK kriegt sein nächstes Item und bräuchte jetzt einen Earl Grey. Und den Earl Grey gibt's offensichtlich nur durch den Besuch oder durch Shuttles bei Borg und bei Föderation. Und dann mache ich das wieder, was ich euch auch schon beim letzten Mal als Tipp mitgegeben habe. Gerne vorbeischauen bei der Fraktionen und hier Items abgreifen. Denn oft gibt es solche Sachen wie hier einen Picard, seinen Tee. Den gibt es einfach nur bei den Borg. In dem Fall haben wir Erfolg. 100 Verdienste, das geht sich auch aus. Und dann würde ich das auf jeden Fall kaufen. Kauft aber nicht sowas da. Kalifee hier für 50 Lithium, also wenn ihr es gerade habt. Die Lithium ist eh sehr knapp am Anfang. Und dann will man nicht noch die Lithium ausgeben für so ein Item. Also dann würde ich sagen, das ist es nicht wert. Aber wenn ihr die Verdienste habt, dann auf jeden Fall. So, Pika kann aufsteigen. Sehr schön. Kriegt das nächste Item spendiert. Das klappt mal sehr gut und wir können den PK weiterverwenden und er profitiert auch vom Verwenden. Und dann können wir uns natürlich durchschauen, ob irgendjemand noch von unseren anderen Dudes ebenfalls aufsteigen kann, sich verbessern kann, ob man kombinieren kann miteinander. Da ist jetzt keiner dabei. Okay, passt. Dann schauen wir uns da noch einmal die Kadetten an. Wir haben jetzt eine verbesserte Crusher, die aufsteigen kann. Im Vergleich zum letzten Mal. So, hier Crusherchen. Wir haben einen Data. Der Data kann noch nicht aufsteigen. Warte, dann Kommando Retour. Dann schauen wir uns den Data nochmal ganz kurz an, ob ich den Data auch noch irgendwie was spendieren kann. Ja, da. Auch das war eine Truhe ohne Farbe, das heißt auch hier bräuchten wir die Mission gar nicht schaffen auf allen Sternen, um das Item zu bekommen. Aber ist natürlich ganz nett, wenn wir es schaffen können, dann nehmen wir es doch ganz gerne mit. Gerne die PK zum weiter aufleveln. Saru, die sind alle schon auf vollem Level. Machen wir mit Rhaegar vielleicht weiter als Ferengi. Das sollte sich bei ihm ausgehen. Dann bräuchten wir hier nochmal jemanden.
Stern, Stern 34, Hologramm und Hologramm. Ich hoffe, dass der den Bonus überhaupt holen kann. Dass der gut genug ist, um Erfolg beim Bonus zu haben. Weiß ich jetzt nämlich gar nicht, ob das klappt. Aber nehmen wir die Aram auch noch mit. So, wir haben eine PK auf der 1. Obenrum Rhaegar. Rhaegar gibt dir Mühe. Ja, brav. Brav Rhaegar. So, jetzt kann die Aram weitermachen. Gönnt sich das Medikit. Und der Jean-Luc macht das Ende. Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam. Level up für Jean-Luc. Level up für Rhaegar. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Und gönnen uns das hier auch noch. Jean-Luc ist wichtig. Dann braucht man noch einen Erfinder. Das macht Fezzik, damit Fezzik noch aufleveln kann. Dann kann Fezzik weitermachen. Geht sich locker aus. Man braucht hier eh keinen Stern mehr abholen. Und das Ende macht PK. Und mitfliegen tut. Tut, tut. Die Crusher. Die wollen wir nicht brauchen, aber sie profitiert vom Erfahrungsgewinn. So, da haben wir Fezzik. Sehr schön. Nochmal Fezzik. Der Jean-Luc, der macht es hier nochmal auf einfach. Nice. Es regnet. Schöne Erfahrungspunkte. Genau das, was wir wollen. Den Entkoppler haben wir uns vom Data gegönnt. Das können wir warpen. Das erste, das zweite können wir auch warpen. Wenn ich das ohne Aufnahme spielen würde, würde ich glaube ich bei all diesen, die ich jetzt warpe, eher auf Reisen gehen und würde es eher durchspielen. Aber ihr seht schon, A, dauert der Flug ein bisschen eine Zeit und B, dauert es dann ein bisschen eine Zeit, um hier durchzusteigen und dann zu überlegen, warte, wen verwende ich denn jeweils dafür? Aber es ist natürlich effektiver, weil ihr so gleich eure Leute besser aufleveln könnt. Und dann würde ich euch das schon eher empfehlen, dass ihr es halt durchspielt. Aber auch das dauert natürlich wieder Zeit, die ganze Skill-Abfrage, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Effektiver ist es aber natürlich allemal, dass man A, Erfahrung bekommt und ja, die Items wird man so oder so bekommen. Also es liegt eigentlich hauptsächlich an der Erfahrung, die man dadurch gewinnt. So, da hatten wir gerade die Platine und da haben wir es jetzt noch einmal ausgezeichnet und das hier werden wir uns auch noch durchwarpen. Das sind Items, die eh sehr gut droppen. Hohe Wahrscheinlichkeit. Versorgungsticket kann sich natürlich auch lohnen, gerade wenn ihr wenig Chronitonen habt. Dann zündet doch so ein Versorgungsticket. Das sind die Geschichten da im Zeitportal. Denn dadurch habt ihr nochmal reduzierte Kosten bei den einzelnen Missionen. So, machen wir noch Plündern und Brandschatzen. Da brauchen wir auch noch 4 Stück. Da waren 2 dabei, schöne Sache. Da war nichts dabei, das ist ja absoluter Beschiss. Schon wieder nichts. Okay, interessant. Und das mit einer so einer hohen Drop-Chance. Das dürfte eigentlich nicht sein, ist meiner Meinung nach ein Bug. Wenn hier eine Chance von 5 ist, dann erwarte ich, dass das Item jedes Mal droppt. Weil wozu hat man sonst eine Chance von 5? Von 5. Gut. Nice, Data ist wieder ready to go. Ah, da Arian können wir was reinstecken. Das ist auch immer nice. Klingt falsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Scanner. Cool, cool, cool. Meinen Odo, den kann ich auch durchaus für das eine oder andere dann rannehmen. Gerade bei Sicherheit wird mir auch helfen auf jeden Fall. Die Missionen auch jederzeit noch abholen. Sehr schön. Rewards, Rewards ohne Ende. Aus Missionen haben wir 20 abgeschlossen. Geil. Und wir haben Credits bekommen. Wup, 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 wup. So, jetzt aber. Schauen wir da nochmal rein. Reißen wir nochmal zum ersten. Und jetzt haben wir eine Crusher, die aufsteigen kann. Und einen Data, der aufsteigen kann. Genau.
Picard macht das Ende. Data zwischendrinnen. Und die Crusher macht auch noch was. In dem Fall kann ich leider niemanden mitfliegen lassen, der zusätzlich an hier Safety auflevelt. Das kann ich mir nicht leisten. Aber YOLO. Na, Crusher? Okay. Noch nicht gut genug, um sich das Item abzuholen. Um sich da den Stern abzuholen. Data, der hat das schon geschafft vorher. Und jetzt haben wir nochmal die Crusher. Das war vielleicht keine gute Idee. Oh, es hat geklappt. Nice. Ta-ta-ta, coole Sache. Schön, 15 Kronitonen. Das ist genau das, was wir wollen. Level Ups ist auch genau das, was wir wollen. Und einmal machen wir das Ganze noch. Denn wir können dann noch einmal machen. Wir nehmen wieder Data, wir nehmen wieder Crusher und wir nehmen wieder PK. Auch hier natürlich gilt wieder, ihr könnt auch die Reihenfolge beachten, wenn euch das einfacher fällt, dass ihr so sortiert, dass ihr sagt, den ich als erstes hier im Team aufgelistet habe, der macht auch die erste Mission. Etc. etc. So, das Ende wird man PK machen. Nicht so sehr spekulieren mit der Crusher. Die ist aber dabei und levelt auch auf. Und das ist doch auch was Schönes. Tete, hoppla. Da wollte ich ja gar nicht hin. Cool. Nice. Nice, 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 nice. Weltraumkämpfe, Fraktion, Crewmitglieder trainieren. Ja. Sollten wir auch noch machen. Und die Arena-Kämpfe können wir uns ja auch noch anschauen. Schauen. Auch hier natürlich gibt es noch schöne Belohnungen. Wenn man 5 am Tag macht, auch hier wieder die Sache, man braucht sie nicht abschließen, nicht positiv. Es reicht, wenn man teilnimmt daran. Ich glaube, ich mache das mal ganz kurz offscreen. Und nehme euch danach wieder mit, weil die dauern ziemlich ewig. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe die ganzen hier Arena-Kämpfe abgeschlossen. Das heißt, wir schauen uns mal die täglichen Missionen ab. An Goal hier Weltraumkämpfe abschließen und die Arena-Kämpfe auch und das Ganze nochmal und 3 Weltraumkämpfe brauchen wir noch. In der Kampagne können wir uns ein Wörterbuch abholen. Cool, das kann ich brauchen für den Fall, dass ich mir wieder 10.000 Mal verquatsch. Schauen wir mal, wer es brauchen kann. Okay, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Da hier, O'Brien. Ja, praktisch. 4 Sterne hält, den geben wir doch gerne seine Items. Guti, wir hatten gesagt, wir müssen noch 3 Weltraumkämpfe abschließen. Guti, dann machen wir das doch. Schauen wir mal zum Beispiel bei normal vorbei und schauen wir uns nochmal diesen ersten Kampf an. Der könnte doch mittlerweile klappen, oder? Hier mit unserer super tollen, hammer-mega geilen Crew. Das muss doch klappen, oder? Den Alexander müssen wir doch platt machen können. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Mit seinem Ausweichchance erhöhten Schiff. Wenn wir da richtig reinrotzen und schön viel Damage machen. Na komm, geh runter. Geh runter! Down! Down. Schauen wir, ob es gereicht hat. Hat das gereicht? Ja. Ausgezeichnet. Geilo. Weil jetzt können wir das Ganze theoretisch warpen. Praktisch schaue ich mir den Schiffskampf auch noch an. Weil ich möchte das Ganze in einer höheren Schwierigkeit auch nochmal spielen können. Und dafür müssen wir das zuerst mal schaffen. Oh, versteckt Angriff um 5 und die Ausweichchance. Haben wir noch einen irgendwie besseren? Und Angriff um 5 und verursacht 200 Schaden. Irgendwie ist das alles schon ganz geil.
Irgendwie gefällt mir das ganz gut, die Kombination. Na, schauen wir mal, ob es klappt. Dann machen wir jetzt noch die Missionen durch für die Kampagne. Dass ihr mal seht, wie das so abläuft. Und dass man auch schon gut in der Kampagne vorankommen kann. Ich kann heute echt nicht labern, es tut mir leid. Dass man gut vorankommen kann in der Kampagne, wenn man noch ganz am Anfang ist. Weil man eben, wie gesagt, die meisten Sachen ja nicht mal schaffen muss, sondern einfach nur daran teilnehmen. Das hat gerade nicht geklappt, also Kommando Retour, das Ganze nochmal. Vielleicht klappt es diesmal. Wir ballern wieder unsere Skills raus, sobald wir sie fertig haben. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt hat's geklappt, jetzt war RNG uns hold. Höchst effizient abgeschlossen. Ja, das will ich doch meinen. Das will ich doch meinen. Weltraumkämpfe abschließen. Sehr nice. Und ihr seht schon, das läuft ganz gut in den Missionen. Was fehlt uns noch? Crewmitglied trainieren und Dilemmas. Ja, Dilemma ist so eine Sache. Das ist schwer. Und die Missionen, die Fraktionsmissionen, die habe ich extra übergelassen, weil die wollen wir uns ja dann anschauen im Zuge vom Event in der nächsten Folge. Der Craft kann sich da was craften. Das ist auch schön und gern gesehen. Und ein Crewmitglied erhöhen an Level können wir auch noch machen. Episode 1 Energie. Wie krass wird das werden? Ich schau nochmal. Ich würde den McCoy nämlich echt gern mal erhöhen. 67. Ja, das wird schwer. Ja, das könnte sehr schwer werden. McCoy. Ja, diese goldenen sind halt echt gemein. Die brauchen halt echt ordentlich an Leistung. Da, ein Zulu. So, den Zulu trainiere ich jetzt. Den brauche ich ja auch für die Kadettenmissionen. Außerdem ist es ein Ein-Sterne-Dude und ein Ein-Sterne-Dude kann man auch schnell hochleveln und schnell unsterblich machen. Und ich weiß noch, dass mir der am Anfang einiges gebracht hat, der Zulu. Auch wenn er nur ein Ein-Sterne-Dude ist. So, ein bisschen was spendieren wir da noch, damit wir uns da noch die Items gönnen können. Und dann kann ich den halt auch mal mitnehmen für die Kadettenmissionen. Ist gar nicht so verkehrt. Das, na komm, das brauche ich mit später. Jetzt nicht, sondern ein andermal. Geil, das haben wir auch noch abgeschlossen. Sehr schön. Guti, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal die Shuttle-Events an. Das neue Shuttle-Event, was da gerade läuft. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Format findet und in welchen Turnus ihr das sehen wollt oder sonstige Dinge, die euch auf der Seele liegen und brennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!